Ich freue mich auf den Kampf auf Leben und Tod und ich werde siegreich sein und meine Mutter und ich werden überleben. Was braucht auch Nahrung, um zu wachsen? Wasser. Dominik, hast du irgendeine Ahnung, von wem dieser Zettel sein könnte? Ja, aber ich bin nicht. So, ich bin heute hier mit meinen Kollegen. Was ist das? Ich freue mich drauf. Ich freue mich drauf, euch endlich abzuschlachten. Wenn ihr hier auftaucht, gibt es ein Blutbad! Wie viele sind's? Sind zu dritt wieder? YouTube, du bist erledigt. YouTube, du bist erledigt. Wir werden sie jagen. Emskirchen, Köln. Berlin! Ich hab mehr Infos, als euch allen lieb sein kann! Ein spektakulärer SEK-Einsatz geht in die nächste Runde. Es war der Albtraum für Bauer Michels und seine Nachbarin. 80 SEK-Beamte stürmen sein Haus in Kreuzhuxler, erschießen seinen Hund und hinterlassen dann eine Spur der Verwüstung. Und ich bin mir sicher, das ist auch nicht dieser besagte Herr, das ist irgendein Schwachkopf, der meint, mich damit zur Weißglut treiben zu dürfen oder zu können. Mion Baraka hat seine Adresse gefaked. Dadurch hat er die Ermittler auf eine falsche Spur gelockt. Nachdem er den Beitrag vom ZDF-Frühstücksfernsehen gesehen hatte, ist er erstmal in die Moschee gegangen, um zu beten. Die Moschee heißt Mion Baraka und hat auf Google schon sehr gute Bewertungen eingefangen. Allah, was ist da unten los bei euch, der mich hier anonym angerufen hat, obwohl er gar nicht meine Nummer haben darf? Ja. Bist du die Nummer 14? Ich fick euch, wann immer, wo immer und wie immer ich will. Ich fick jeden von euch. Und gesagt hat, er würde Geld vom Winkler bekommen, mir die Augen auszudrücken, aber ich wäre ihm ja eigentlich ganz sympathisch. Aber was meint Rainer Winkler zu den Anschuldigungen? Fragen wir ihn mal. So, und eine Wurst isst man genau so. Boah, lecker. Gut, das war's. Ja, aber Herr Winkler, das war nicht meine Frage. Egal, was ich mache, es ist falsch und... Rainer Winkler hat leider nicht verstanden, wie so ein Interview abläuft. Deshalb wurde das Interview abgebrochen. Fühlt sich eigentlich an, von A, Sonderschüler so vorgeführt zu werden. Pass auf, ich weiß, wo du wohnst. Der kann sowas schon ahnen, ja? Aber da hat man sich den Falschen für sein perfides, diabolisches Spiel ausgesucht. Ich weiß, wer ich bin, was ich bin, woher ich komme und was hinter mir liegt. Ich bin bereit für euren Tod! Die Lage wird immer ernster. Mion Baraka droht damit, die Prank-Pros zu einer Neustartkarte zu verwandeln. YouTube Deutschland steht unter Zugzwang. Deshalb müssen sie jetzt schnell handeln, damit die Prank-Pros aus dem Keller herausgeholt werden. Dramatische Szenen. Unklar bleibt weiter, wie viele Menschen sich noch in der Gewalt des Geiselnehmers befinden. Der hatte zuvor zwei der Gekidnappten gezwungen, eine schwarze Fahne ans Fenster zu halten. Darauf ein arabischer Schriftzug. Allah ist groß. Bislang ist dies der einzige Hinweis, dass der Täter politische Motive haben könnte. Es soll sich um eine bewaffnete Person handeln. Die Polizei allerdings hält sich mit Spekulationen zurück.